Mit festlicher Musik des Posaunenchors des christlichen Zentrums und einer Ansprache durch Oberbürgermeisterin Barbara Bosch wurde der Reutlinger Weihnachtsmarkt am Freitag offiziell eröffnet. Fast 100 Aussteller präsentieren sich und ihre Waren und locken so jedes Jahr viele Besucher in die Innenstadt. Die Stadt macht Appetit auf Weihnachten. Für Barbara Bosch ist der Weihnachtsmarkt keine Selbstverständlichkeit. Wenn man einmal um uns herum schaut in andere Länder, wo aufgrund von Unruhen, von Krieg, religiösen Konflikten, was auch immer, das Feiern im Advent gar nicht so möglich ist wie bei uns hier in Ruhe, in Stabilität, dann glaube ich, müssen wir sehr dankbar sein. Wir vergessen das manchmal. Es ist so selbstverständlich, natürlich wieder ein Weihnachtsmarkt, aber es braucht Menschen, die dies vorbereiten und durchführen. Es braucht die Rahmenbedingungen dafür. Und wir sollten hin und wieder mal innehalten und sagen, danke, dass es so ist. Wir freuen uns darüber und nicht alles für selbstverständlich nehmen. Doch in Reutlingen ist zum Glück auch dieses Jahr wieder Weihnachtsmarkt. Wenn auch mit kleinen Veränderungen. So startete zum Beispiel der Weihnachtsmarkt dieses Jahr ganz inoffiziell bereits am Mittwoch. Und auch die Bühne, die in den letzten Jahren nicht durchgängig bespielt wurde, gibt es nicht mehr. Auch der frühere Adventskalender wurde nun zum Lebkuchenhaus umgestaltet und wird zur Kulisse für das musikalische Programm. Immer wieder gibt es Programmpunkte, bei denen Künstler, Musiker und Artisten ihr Können eindrucksvoll zur Schau stellen. Bis zum 21. Dezember können Besucher des Reutlinger Weihnachtsmarkts Glühwein genießen, Bratwürste oder Krautschupfnudeln essen oder einfach nur dem bunten Treiben zuschauen.